Auch nicht dickfällig muss sein. Hast nämlich manchmal Tage, da hast du gar nichts. Dann hast du Tage, da weißt du, wohin damit. Weil ich nichts anderes kann. Ich bin so ein schlechter Fischkocher. Ich esse mal Dorsch, viel Leo, mal Dorsch, aber selten, selten. Gut. Ich wäre ja auch nicht Schlachter geworden, so was. Wenn die Fische schreien würden, dann wäre ich auch kein Fischer geworden. Mich interessiert das hier. Das ist viel wichtiger wie scheiß Geld. Das interessiert mich nicht. Samstagmorgen in Warnemünde. So, kommen wir los. Wie immer verlässt Eike Düvel als erster seinen Liegeplatz am alten Strom. Er gehört zu den letzten echten Fischern hier. Schon früh um vier muss er hellwach sein. Da hier keinen Raum, dass mir einer entgegenkommt. In diese Zeit? Du kannst sein, dass die ersten reinkommen. Auf dem Weg zu seinen Netzen muss er durch das Fahrwasser zum Rostocker Seehafen. Dicht vorbei an den großen Pötten. Zuerst steuert Eike Düvel immer seine Dorschnetze an. Aber hier sieht es genauso trostlos aus wie gestern. Da sage ich denen immer, wer ist bloß Bäcker geworden? Die müssen genauso früh aufstehen. Aber? Ja, aber die haben warm Ohr. Ja, was willst du machen? Kann nicht machen. Das ist ein Tag so, ein Tag so. Da musst du doch, das geht doch nicht anders. Wenn nichts ist, ist nichts. Das ist heute aber eine Armut wieder. Da kommt eine. Seit Jahrzehnten immer die gleichen Handgriffe. Angefangen hat Eike Düvel bei der Hochseefischerei der DDR. Meist war er früher monatelang auf See. Bis ins Eismeer sind sie gefahren. Seemann wollte ich immer werden. Bloß ich wollte eigentlich bei der Reederei anfangen. Damals, in der DDR-Zeit. Aber da hat man mich leider nicht genommen, weil mein Vater nach Australien ausgerissen ist. Und da durfte ich nur in der Hochsee rein. Und dann wollte ich die erste Reise wollte ich gleich kündigen. Kapitän und Schnauze voll. Da war ich aber am Großen, nicht auf so einem Kleinen. Da wollte ich gleich kündigen, die erste Reise. Junge, das geht nicht. Das können wir jetzt nicht machen. Da muss erst nach Hause, dann kannst du kündigen. So. Und dann kam die nächste Reise, kam er dann an. Na, Junge, bist du wieder mit? Ja, ich komme wieder mit. Das ist ja, du bist auch schon 44 Jahre dabei. Und das wird wohl so bleiben, auch wenn er als Fischer heute nicht mehr reich wird. Diese Zeiten sind vorbei. Muss ich bloß die Marke machen, dass ich die wieder finde. Die Positionsmarke hilft ihm, morgen früh seine Dorschnetze im Dunkeln wiederzufinden. So, siehst du, jetzt geht's an die Heringsnetze ran. Ein paar Meter weiter hofft Eike Düvel jetzt auf volle Heringsnetze. Oh, das war schon wieder Feuerqual, aber wie? Augen zu und durch ist seine Strategie. Jede Berührung mit den Feuerquallen vermeiden. Die Heringsnetze muss er zügig einholen. In einer halben Stunde warten seine ersten Kunden. Was ist? Riesentier! Ach du Scheiße, den dürft ihr gar nicht filmen. Das ist ein Schweinswal. Das ist ein Schweinswal. Kriegst den nur rüber. Ein Fang, den sich kein Fischer in der Ostsee wünscht. Die Meeressäuger sind hier selten. Das weiß auch Eike Düvel. Und sie müssen zum Atmen regelmäßig auftauchen. Dieser Schweinswal ist in seinem Netz ertrunken. Ah, das gibt's nicht. Hau mir den ganzen Scheiß unter. Das ist immer eine Scheiße. Er hat schon vieles erlebt, aber dies noch nie. Wenn wir mal so fallen lassen. Die wird nachher rauspulen. Was soll ich da jetzt machen? Jetzt muss ich ihn erst mal drehen lassen, weil ich meine Netze rauskriegen muss.
Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas habe. Eine Extremsituation für den erfahrenen Fischer. Ich muss ja sehen, dass ich Netz aufkriege, nicht, dass die mir eine Schraube gehen. Wie immer muss er hier draußen allein entscheiden. Der ist tot. Den kannst du nicht mehr retten. Dann die so weit hier vorne sind, du. Dicht unter Land vor Warnemünde. Das nützt ja nichts, ich kann auch nichts dafür. Eike Düvel ist ratlos. Und der eigentlich erhoffte Fang ist heute auch eher rar. Oh, heute sind nicht viel Hering. So, das war's. Aber mal sehen, vielleicht kommt der Fischmeister. Wohl ist ihm beim Reinfahren ganz und gar nicht. Der Schweinswal, der unter den Heringen liegt, wird schon bald wieder ans Licht kommen. Normalerweise lässt er unerwünschten Beifang gleich wieder über Bord gehen. Zu junge Dorsche, genauso wie Steinbutt oder Lachsforelle, während der Schonzeit. So schreibt es der Gesetzgeber vor. Aber ein Schweinswal? Am liebsten würde er einfach nicht mehr daran denken. Was willst du denn da machen? Das genau mit der Enten, da können wir auch nichts machen, wenn die reinkriegen. Der Autopilot steuert nach Hause. Eike Düvel hofft weiter auf die Hilfe des Fischmeisters an Land. Ich weiß das doch auch nicht. Ich habe da das erste Mal den ganzen Vogel. Noch nie gesehen, so ein Ding. Nur davon gehört. Das war vor Jahren ein Riesenärger. Ein anderer Warnemünder Fischer hatte damals einen Schweinswal im Netz, ihn angelandet und auf seinen Verkaufstresen gelegt. Eike Düvel erinnert sich, dass der damals 750 Mark Strafe zahlen musste. Mit jedem Meter den alten Strom aufwärts steigt seine Nervosität. De Düvel steuert seinen Liegeplatz am Eingang des Warnemünder Fischmarktes an. Nicht mal eine Handvoll einheimischer Fischer versuchen hier auf der Mittelmole noch täglich ihr Glück. Heute ist Samstag, Markttag. Eigentlich muss Eike Düvel gut verkaufen, denn in der Woche läuft hier nicht so viel. Noch ahnt niemand etwas von seinem unfreiwilligen Fang. Und vorerst sagt er lieber auch nichts davon. Moin! Die paar Dorsche gehen gleich in den Verkauf. So, ich pulle erst mal aus jetzt. Das sind die richtigen hier, die sind am besten hier, die Wittlinge. Die haben so eine Zähne, kriegst den Guten gar nicht raus. Trotzdem freut er sich über jeden Fisch, den er fangen und verkaufen darf. Du, der ist immer leger geworden. Und das wird auch noch leger, du. Die machen sich auch keinen Kopf, wie du davon ernähren sollst. Die Unkosten werden immer mehr und die Quoten immer weniger. Guck, ich habe letztes Jahr eine Tonne Hering gehabt. Und dabei überfischen wir doch wirklich nicht mit unserem bisschen, was wir brauchen dafür. Das ist verkehrt, du. Angeblich ist weniger Hering geworden. Ich weiß nicht. Wir haben das ja bis in Juli Hering gefischt. Das haben wir sonst die Jahre noch nie gemacht. Er fischt nur noch für den Direktverkauf ab Kutter. Und die Hände, die wollen die nicht geben. Und dann mache ich das eben so. Und die Quote ist so gering, da brauchst du nicht für den Händler fischen. Das musst du schon so verkaufen, sonst kriegst du ja nicht mal deine Werfzeit bezahlen. Nach 30 Minuten ist er wieder beim Netzanfang. Jetzt müssen wir erstmal bearbeiten hier. Wenn er rauskommt. Der ist ein Junge hier. Der junge Schweinswal tut ihm leid. Sonst ist die Düvel meist abgeklärt. Aber dies lässt ihn nicht kalt. Da gibt er so wenig von noch von den Dingen. So ein blödes Loch ist das. Das macht ihm nichts. Das ist nicht viel. Guck, das ist so ein Loch ist das. Das ist gar nichts. Kurz vor acht bringt Kumpel Klaus die frischen Heringe in den Verkaufsstand gleich vor dem Kutter. Eike Düvel versucht immer wieder, den Fischmeister zu erreichen. Im Moment seine einzige Hoffnung. Aber jetzt, Samstag früh, hat er offenbar schlechte Karten. So, meld dich, Kinder, mit Fischmeister. Mal sehen, ob er noch vorbeikommt. Also, erst mal ein fröhliches Gesicht aufsetzen und verkaufen. Wie kaufen immer bei Eike Düvel. Warum kaufen Sie hier? Gibt ja zwei. Was immer frisch ist und wer immer nett ist. Immer nett. Das ist die höchste Nett. Das ist immer nett. Immer gerade. So wie er denkt, so spricht er auch. Er ist ja auch nett zu seiner Kundschaft, ne?
Ja, Bert, aber nicht immer. Nicht immer. Lass mal zwischenkommen. Na, wenn die zicken, dann zickt man auch. Zicken, ne? Ja. Man muss sie nicht alles gefallen lassen. Nee, nee, das stimmt. Die verteile ich im Dorf. Das Dorf wird versorgt. Das ganze Dorf wird versorgt. Das ganze Dorf wird versorgt. So. Seine Stammkunden halten Eike Düvel über Wasser. Du, heutzutage ist das viel wert. Die musst du haben heutzutage. Gold wert. Anna, wenn die Reisebusse hier ankamen, dann kannst du deinen Laden dicht machen. Warum denn das? Ja, weil die bloß dumme Fragen stellen und nicht können. So. 34 Fuß ist es. Ja, ja. 35. Ja, aber ich habe noch, so. Noch ein Bild, ne? 35, das ist fürs Abnehmen. Danke. So. Kommen wir uns ja wieder besuchen, ganz. Danke, ja, schön, schönen Tag. Einer seiner treuesten Stammkunden ist Felix Büttner. Der Mann, der unter anderem den AIDA-Schiffen ihren Kussmund gegeben hat. Entwurf genehmigen. Ausgerechnet heute überrascht der Grafiker ihn mit einem Entwurf. Ein neues Logo für seinen Kutter. Dann danke ich dir erstmal. Aber jetzt hat Eike Düvel wirklich kein Ohr für den Künstler. Dennoch liegt der Schweinswall an Bord. Und langsam drückt die Zeit. Der Fischmeister meldet sich nicht. Kurz entschlossen ruft er im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund an. Ja, wir warten doch jetzt, dass er von Stralsund kommt. Wir wollen ihm wieder feierlich übergeben. Dann endlich, mittags kurz vor 12, naht die Hilfe aus dem gut 100 Kilometer entfernten Stralsund. Obwohl Samstag ist, kommt der Chef des Meeresmuseums persönlich. Harald Behnke ist Experte für Meeressäuger. Hey, kommt hier. Hallo. Hallo. Na, ihr Räuber. Hallo. Hallo. Guten Tag. Harald Behnke. So, ich will gucken, ob das der Schweinswall Mimi ist. Wir hatten ja im Sommer vor ein paar Wochen einen Schweinswall am Strand gehabt. Und der ist ja dann ein paar Tage in der Baggerschaufel gehalten worden, weil es so stürmisch war, dass wir ihn nicht wieder aussetzen konnten. Also dieser kleine Schweinswal Mimi hatte nämlich hier so kleine Tuberkeln an der Rückenfinne, was sehr selten ist. Das ist exakt das Tier, was wir hatten. Es ist Weibchen, exakt die Größe. Ist von diesem Jahr und ja, jetzt sieht man es ganz deutlich, jetzt hier in dem Licht. Jetzt kann man sagen, also mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, dass das der Schweinswal Mimi ist. Mhm. Jetzt hat der Wal sogar noch einen Namen. So traurig wie das jetzt ist, was uns auf der anderen Seite freut, ist, dass diese Rettungsaktion, die wir damals durchgeführt hatten, wo wir gesagt haben, bringt denn das was, dass das funktioniert hat. Er hatte eine geringe Chance, die hatten wir mit vielleicht 10% nur angesetzt, dass dieser Wal die Mutter findet. Und er muss die Mutter gefunden haben, weil sonst hätte er es nicht überlebt. Er wäre verhungert. Den Fischern kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Dann, ne? Das passiert dann leider. Da, wo Schweinswale sind, wo Netze stehen, passiert es gelegentlich, dass die da reingeraten. Man muss nur versuchen, dass man die Netze sichtbarer macht für Schweinswale. Eike Düvel bekommt 50 Euro Aufwandsentschädigung. Lieber aber hätte er auf diesen Fang ganz verzichtet. Ein letztes Mal zieht Mimi alle Blicke auf sich. Im Meeresmuseum Stralsund werden Wissenschaftler sie später noch genau untersuchen, um andere Schweinswale und ihren Lebensraum besser schützen zu können. Mach's gut, komm gut mit hin. Der alte Strom in Warnemünde. Ohne Eike Düvel und seinen weiß-rot-blauen Kutter kaum vorstellbar. Nicht zufällig hat er Liegeplatz Nummer 1. Nur einmal im Jahr bleibt der leer. Dann ist Werfzeit auf der Insel Pühl. Meine Hunde noch leben. Auch hier auf der Bootswerft im Kirchdorf sind Lotte und Peggy bei ihm. Wie immer. Na, ihr beiden Herren. Die habe ich mir angeschafft, damit ich nicht bloß abends auf der Couch liege, damit ich auf meine Gasse gehe mit denen. Sonst liege ich nämlich bloß, wenn ich abends nach Hause komme, liege ich auf der Couch. Aber die waren noch bei jedem Wetter, kommen die mit. Letzter Check vor dem Stapellauf. Aber guck mal, fast. 3 Wochen lang hat Fischer Düvel gerackert, den Rumpf abgedichtet, Antriebs- und Rudertechnik gewartet, das Unterwasserschiff gesäubert und neu gestrichen. So, wollen wir weiter gucken. Der muss auch nach der Sicherung gucken, die sind alle abgesichert. Nee, da muss man auch nachgucken, nicht, dass die damit mal den Propeller abfällt. Alles wie neu.
Nur zum Fischen wird er diesen Kutter nicht mehr nutzen. Weil mir das zu teuer ist. Die ganzen Auflagen, die wir da drauf haben, da soll ich über 25.000 Euro reinstecken. Und das mache ich nicht mehr. Und ich habe das Alter dafür. Da mache ich lieber einen auf ruhig. Und da liegt mein zweiter. Da mache ich lieber einen auf Nebenerwerb. Und da habe ich mehr Ruhe. Und kann das, oh jetzt, und kann das sparen, das Geld. Obwohl Eike Düvel mit diesem Kutter nicht mehr fischen darf, will er ihn auf jeden Fall erhalten. Egal, was es kostet. Gemeinsam haben sie so manchen Sturm gemeistert. So, runter! Hallo, okay. Die Düvel und Wienkutter, mehr als ein halbes Leben lang sind sie ein Paar. Kicken die Manesio, aber der wäre unsere. Ich muss jedes Jahr. Ist ein teurer Spaß. Diesmal ist der Spaß besonders teuer. Denn bei der Überfahrt von Warnemünde hier in die Werft nach Pöhl ist Eike Düvel auf halber Strecke und offener See plötzlich liegen geblieben. Warum können Sie nicht mit Motor hier anlegen? Weil Getriebe kaputt ist, das ist doch nicht ehren. Ich habe kein Getriebe drin jetzt. Das liegt doch bei Müller in der Werkstatt. Da wollen wir doch hier hinsetzen. Das alte ist nicht zu reparieren, also hat er dieses neue Getriebe gekauft. Ich sag noch, lass auf Schanter gestehen. Da läuft er. Knapp 3.000 Euro hat er am Haken. Die Kurbel haben wir schon. Er baut es selbst ein, das ist billiger. Aber über den Freundschaftsdienst von Herbert freut er sich denn doch. Nach 3 Stunden haben sie es geschafft. Das geht bis hier, du. Ha? Bis hier geht es. Das reicht. Das reicht, ne? Ja, das muss reichen. Ah, Peggy, wir wollen auch noch mitnehmen. Wenn Hunde. Komm, Peggy. Komm her hier. Komm jetzt, wir wollen los. Na, komm her. Hat der Anna mit? Der Anna ist du. Der will dir mit, wenn du. Erster Test. Der Propeller dreht sich wieder. Sein Kutter ist Baujahr 1956, 7 Jahre jünger als er. Entwickelt und ausgerüstet wurde das 12 Meter lange Holzschiff damals für die Fischfangflotte der DDR. Kurz nach der Wende hat Eike Düvel den Kutter von der Fischereiproduktionsgenossenschaft gekauft. Den haben wir ganz billig gekriegt. 15.000 Mark haben wir damals bezahlt. Und dann haben wir noch 10.000 Mark, konnten wir noch, wenn Reparaturen anfielen, die konnten hatten wir extra noch. Die haben uns von oben noch wieder zugegeben. Also 5.000 Mark kann es sein. Hatten damals. Aber mit Geschirr und Schuppen und alles was war. Nee, war ein feiner Übergang. Da sind die Bessis ja so neidisch drüber, dass wir die so billig gekriegt haben. Nach gut 3 Wochen Werfzeit geht er jetzt auf Heimatkurs. Dann habe ich doch mit der Seekorn hier. Da ist es doch drauf. Hier. Da ist die Kekse, da sind wir losgefahren. Hier ist das Fahrwasser und hier müssen wir nachher. Winkelfront von 270 Grad müssen wir hoch. Bis zurück nach Warnemünde liegen etwa 30 Seemeilen vor ihm. 2 Meter unter. Jetzt. Endlich ist das Fahrwasser tief genug für Getriebetest Teil 2. Nein, also gar nichts ist das. Er fährt nach Gehör und mit Gefühl bis zur Höchstgeschwindigkeit. Neune. 9 Knoten. Ja, mehr macht er nicht. Reicht das nicht? Der alte Kutter ist für Eike Düvel weit mehr. Nicht nur schöner Blickfang in Warnemünde an seinem Verkaufsstand. Er muss hier bleiben. Wenn ich den wegnehme, dann kann ich die Mediazahl nicht mehr beanspruchen. Dann muss ich woanders hin. Außerdem kann ich mich von dem Ding sowieso ganz schlecht trennen. Der hat mich aus der Sauferei rausgebracht, damals, dass ich nicht mehr sauf und alles. Von dem kann ich mich sowieso nicht trennen. Es gibt nicht vieles, woran sein Herz wirklich hängt. Komm her. Ei, guck mal. Eike Düvel hat es eilig. Gleich ist er mit Felix Büttner im Atelier verabredet. Nur die feinsten Sachen für meinen Hund. So, Anna muss Lotte kriegen, nur ist genug.
Moin, moin. Moin, Willi. Seltener Besuch. Ich hab dir was mitgebracht, Willi. Oh, den machen wir gleich draußen fertig. Heike. Ist er schon tot? Tot ist er ja. Eine Lachsforelle. Guck mal, ich habe mich sogar umgezogen, Willi. Das sieht man gar nicht. Ich schmale an dir. Ich will dir das mal zeigen. Wenn du das ablehnst, muss ich es verbrennen. Das ist nun mal so. Ne? Wir müssen uns noch einen Kunden richten. Immer. Ja. Ich mache ja gerade über die Leute auf der Mittelmole. Und da habe ich dich, weil du der Viertner praktisch bist von der Mittelmole, fange ich mit dir vorne an. Wie bist du überhaupt da drauf gekommen? So? Da muss ich mir mal erzählen. Das ist mein Beruf. Ja, das ist mir klar. Zauberkünstler wissen auch nicht, wie was aus dem Hut kommt. Das ist nicht immer ein Karnickel. Mal ist eine Taube, hast du schon gesehen. Und so soll es dann endgültig aussehen. Also, du musst nicht so perfekt sein, dein Hund, das ist wichtig. Was ist, du bist sprachlos, ja? Nein, du bist sprachlos, ja. Das habe ich mir gedacht. Wenn du da gezaubert hast. Ja, du hast ja gar nicht so eine große Wohnung und auf dem Kutter ist auch kein Platz. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ich sollte es ja erzählen. Das Netz, der Hund, Eige, was soll noch alles da? Eine Muschel, dann Schweinswal. Dieses Porträt geht in eine Ausstellung. Eige, das war's. Jetzt muss ich weiter pinseln. Gemacht, dann arbeite. Ich muss ja auch wieder an der Arbeit. Na gut, ist Eige, mach's. Tschüss. Wenn die Tage des Künstlers erst richtig anfangen, enden die des Fischers meist schon. Der Fisch ist weg. Nee, ich will den Fisch wieder mitnehmen. Nein, will ich, dann mach ich doch so. Tschüss. Ein paar Stunden Schlaf und schon geht bei Eike Düsel das Licht wieder an. Oh, wir kriegen Nebel, das ist ja gar nicht gut. Seine Tage beginnen gewöhnlich früh um 3. Jeden Morgen die gleichen Handgriffe. Mein Kaffee muss jeden Morgen sein. Wenn du so früh aufstehst, dann brauchst du das schon. Guck. Und hier habe ich meine Wetterprognose drin. Das ist eine feine Sache hier mit dem Ding. Ich weiß genau, was ich morgens anziehen muss, was für Windstärken sind. Heute haben wir Windstärke 2, Lufttemperatur ist 7 Grad, der Wind kommt von der Südsüdost. Seit seine Frau ihn vor Jahren verlassen hat, lebt Eike Düvel allein in dieser Einraumwohnung im Neubau ganz oben. Veränderung ist nicht in Sicht. Nö, du will ich nicht mehr. Du hast mich angewöhnt. Du gehst erst raus, wenn die Treppen nicht mehr hochkommen. Dann geh ich hier raus. Mit seinen Hunden Lotte und Peggy versteht er sich ohne Worte. Sie kennen seinen Rhythmus und ersetzen sogar den Wecker. Los, runter mit euch. Fünf Treppen hinunter und 5 Autominuten später ist Eike Düvel wieder in Warnemünde. Just ab. Dann geht runter, Lotti. Er genießt die morgendliche Ruhe auf der Mittelmole. Komm, Hill. Wir bleiben hier drauf. Die warten ja so freudig, wenn ich näher wiederkomme. Als ihm das Fischen mit dem großen Kutter zu teuer wurde, hat er das kleine Fangboot dazu gekauft. Seit kurzem fischt Eike Düvel nur noch im Nebenerwerb, zusätzlich zu seiner Rente. Eigentlich müsste er also gar nicht mehr jeden Morgen hinausfahren. Ohne den geht gar nicht. Da habe ich so dran gewöhnt. Ja, nun mache ich das ja schon 20 Jahre selbstständig hier. Jetzt geht's um Mole rum und dann sind wir auch nachher gleich da. Die Ostsee ist jeden Tag anders. Ja, das geht aber noch heute. Seine Stellnetze warten und vielleicht ein paar Dorsche. Komm her! Ich glaube, da kommt einer. Da kommt schon wieder einer. Gott schütze mich vor plötzlich Reichtum hier. Da
Dann noch eine. Was ist denn hier heute los? Ein Glückstag. Sag ich auch immer. Zumal nachher noch der alte, gemalte Teufel weichen soll. Zwei Kisten Dorsch. Für 5 Euro pro Kilo werden sie in weniger als einer Stunde über den Ladentisch gehen. Vorher macht der Fischer noch ein paar Möwen glücklich. Was knurrst du da? Punkt 7:30 landet er wieder an. Die Hunde hat Kumpel Klaus schon rausgelassen. Der kommt fast jeden Tag und hilft ein wenig. Ich muss aber oben noch waschen, Klaus. Als die Dorsche von Bord sind, streicht De Düvel schnell noch den alten Teufel über. Arbeitsfreiheit schaffen für Felix Büttner. Der Künstler will heute nicht große Kreuzfahrtschiffe bemalen, sondern das kleine Fangboot. Felix, und das wirst du dir nur ranzaubern? Ja, dann schneller, als du gucken kannst. Weiß ja. Ich kenne da bloß ein O, 2 Hörner. Ein O. Ah, das ist Felix, wie er lebt und lebt. Ich habe mindestens 3 gemacht, bis ich mir gesagt habe, also der Hauteige mich, das erkennt er nicht. Und dann hatte ich es so mehr als Logo, also schön vereinfacht. Und von Weitem gut zu erkennen, das muss man ja auch, sonst hat es ja keinen Sinn. Es ist ja keine Galerie, sondern ein kleiner Kutter. Das ist ja gut, lass ihn mal machen. Lass ihn mal. Dann hätte ich ja gar nicht vorstreichen brauchen, Felix. Ist ja bis in alle Ewigkeit hält das dann. Doch, das ist schon gut, dass das ein bisschen vorgestrichen ist. Nee, das muss nass sein. Und ich dachte, du kommst hier mit einem großen Pinsel an. Ja, da würde ich heute Nachmittag noch sitzen. So lang ist doch der Film nicht. Wir sind doch nicht Spielberg. Dass du dich hier hinstellst mit der Staffelei, so habe ich gedacht. Das machen wir das nächste Mal. Hast du nur wesen deinen Namen auch mit drauf verewigt, da, Felix? Nee. Doch, das hättest du doch machen müssen. Da komme ich extra noch mal mit einem großen Sack für die Fische. Die größten Du willst Fische. Doch mein Geschäft hier nicht Eiger hat die größten Fische, das hält ja noch nichts. Was verbündet euch beide? So, wir quatschen immer beide schön dummes Holz. Ja, und er ist immer so, glänzt immer so schön. Du schweig mal still, guck deine Kombi an. Ich habe ja auch meins angezogen, mein Arbeitszeug. Damals war das der beste Beruf hier, aber in diesen Zeiten heutzutage, da müsst ihr was anderes lernen. Was? Wir haben ja, das weiß ich jetzt noch nicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Aber das war ja normalerweise zu der Zeit der bestbezahlteste Beruf hier. Ne? Fischer und Bergleute, das waren die am meisten gekriegt haben. Und heute will ich es nicht mehr machen. Aber lassen kann er es irgendwie auch nicht. Meine Mann ist so doll! Und so fährt De Düvel vom alten Strom in Warnemünde wieder hinaus auf die Ostsee. Mit neuem Logo, die Heringsnetze setzen für morgen.